So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Starchild. Ja, was machen wir denn hier immer am Kanal? Hauptsächlich natürlich schauen wir immer den nächsten Tag hinein, der Tagesquickie. Natürlich geht es jetzt um den Mittwoch, das ist dann schon, der 17. Januar, also ist ja der Januar schon halb rum, können wir schon mal wieder halb abhaken, das Ding. Ja, und hoffen natürlich alle gemeinsam, dass jetzt irgendwie bald der Frühling kommt. Ich merke ja schon, die Tage werden langsam wieder länger. Das ist schön, das ist was, da freue ich mich drauf. Ich bin ja ein Sommer, ein Sonnenkind und Winter ist für mich gar nichts. Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Kalt, nass, grau, brr, bäh. Na, deswegen ja, holen wir uns natürlich hier auch immer jeden Tag gute Impulse ab. Gute Impulse, wir wollen einfach mal schauen, was gibt's denn da so Schönes zu sehen am Mittwoch? Na, allgemein, was bringt der Tag so mit sich? Dann natürlich auch in der Liebe, was darfst du nutzen? Wo soll man vielleicht ein bisschen aufpassen? Dann natürlich, was ist ganz besonders richtig und wichtig für dich am Mittwoch? Und eine Botschaft aus der geistigen Welt holen wir uns auch noch ab. Na, wir wollen ja wissen, was hatten die da überhaupt dazu zu sagen? So, und dann kommt am Ende noch, ja, eine Karte aus dem schönen Eulenglückseligkeitsorakelkartendeck. Na? Die Eulenglückseligkeitsorakelkartendeck-Karte. Und da würde ich einfach sagen, wir fangen auch schon mal an. Sabbeln gar nicht lange herum. So, ich gehe dann in die Ecke rein. Ja, wunderbar, liegt ja auch schon fast gerade die ganze Geschichte da. So, mein kleiner Monk muss natürlich auch so halbwegs zufrieden sein. So, ja, sagt mal, gern mal in die Kommentare schreiben, was tust du, wenn du jetzt im Winter merkst oder in dieser Jahreszeit, geht's jetzt ab ins Loch, ne? Irgendwie, ja, der Körper produziert kein Vitamin D, erste Glückshormone irgendwo im Nirgendwo, was tust du denn genau, damit du dich besser fühlst? Also ich habe zum Beispiel, ja, ich schraube gerne an meinen Autos, geht ja momentan nicht, weil es zu kalt ist. Ansonsten ja, mache ich es mir auch gern einfach mal daheim gemütlich und mache einfach mal nichts. Ja, nichts machen heißt auf die Couch legen, irgendeinen Fernsehkäse anschalten und überhaupt nicht denken, runterfahren. Ja, von der wenigen Freizeit, die mir da bleibt, ist das jetzt das, was mir dann, merke ich, am besten tut. Weil, ja, ich bin auch sehr gerne mal für mich alleine. Na, das muss man auch können und mögen. Ja, dass man alleine sein kann und sich dabei nicht einsam fühlt. Na? So, also wir schauen mal rein, was kriegen wir denn da für Energien am Dienstag? Und wir wollen eine Hauptaussage ja, zu diesem grandiosen Dienstag, Mittwoch, der uns da vor der Nase steht. Okay, Schlange im Deck, immer erstmal die Heilung. Das heißt also, neben langer Weg und Komplikationen und anderer Frau ist die Schlange gerne mal die Heilung. Ihr kennt ja alle an der Apotheke auch diesen Stab, wo die Schlange sich drumherum schlängelt. Ne? Kann es vielleicht tatsächlich am Mittwoch darum gehen, dass man für sich mal in die Heilung gehen darf. Ne? Man hat viel genug um die Ohren, man macht viel genug, man hat viel genug zu tun. Wo bleibt denn da Zeit für dich? Na, das ist natürlich sehr wichtig zu schauen. Ja, bleibe ich dann hoffentlich nicht auf der Strecke. Ich tue mir vielleicht auch mal Gutes. Na? Also, wir wollen aber gleich schauen, in Bezug auf was gehen wir denn da überhaupt in die Heilung. Das wird spannend. Schauen wir mal. Irgendwie ist das hier heute alles ein bisschen krumm. Moment. So. Okay. Was kriegen wir denn da noch für eine Karte? Und da flutscht mir schon irgendwas aus der Hand. Ah, die Sense. Okay, gut. Dann in dem Fall ist die Schlange tatsächlich in meiner Intuition nach so ein bisschen was, wo für dich momentan kompliziert ist. Das heißt, wo du sagst, oh, das ist nicht so unbedingt der leichteste Weg für mich, das ist schwierig, die Schlange gern auch Komplikationen, Verstrickungen, Umwege, langer Weg. Na? Und wenn da die Sense drauf zeigt, dann geht das zu Ende und somit ist das natürlich auch dann wieder die Heilung für dich selber, wenn du gerade ein schwieriges Thema hast mit einem Menschen. Auf der Arbeit, in deinem Umfeld, ne? Dann schaut es mir morgen so aus, als gehen da irgendwelche Schwierigkeiten zu Ende und du darfst für dich endlich mal in die Heilung gehen. Ja, und die Mäuse, die nagen auch immer etwas weg. So, das sind jetzt drei furchtbare Karten, aber eine gute Botschaft. Die Mäuse nehmen immer etwas weg, das heißt,
Umwege, Verstrickungen, Komplikationen, wo du vielleicht gerade in einem Thema hast, wo du um die Ohren hast, das geht morgen zu Ende, weil die Sense ist ja gerne auch mal ein plötzliches Ereignis. Vielleicht geht es ja momentan morgen am Mittwoch recht schnell, ja, dass du sagst, okay, da hat sich jetzt irgendwas getan oder da könnte ich das ekelhafte Thema jetzt mal vorwärts treiben. Wir wollen mal schauen, ob das vielleicht sogar mit der Liebe oder mit dir persönlich oder mit der geistigen Welt noch was zu tun hat. Ne? Deswegen schauen wir mal rein und gucken, was ist denn da in der Liebe. Wir haben schon zwei Karten und wie schön die Energie in der Liebe. Das große Glück, ja, wird sich denn da vielleicht morgen etwas ergeben? Wird sich denn da morgen vielleicht jemand bei dir melden? Ja, das ist eine gute Frage, weil die Sonne ist ja die Erfüllung, das ist da die Wärme, das ist das große Glück. Also da schaut es sehr, sehr gut aus, dass sich da auch ein Umbruch, eine Wandlung hin zur Leichtigkeit abzeichnet. Also eine positive Veränderung in Bezug auf dein Glück. Na, da haben wir es doch schon. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil wenn du es auch mit dem Wunschpartner irgendwie schwer hast, ja, wenn der nicht so wirklich in die Gänge kommt, wenn du dir denkst, ja, was ist denn jetzt mit dem los, dann kann es da natürlich sein, dass die Schwierigkeiten zu Ende gehen und der Kummer auch. Und dass wir hier eine positive Veränderung haben hin zum großen Glück. Also da schaut es natürlich schon mal sehr gut aus. Wir wollen natürlich auch mal gucken, was kriegen wir denn da noch für eine Karte? Ja, warf, und da ist er auch schon gefallen. Der gute Mann, ja, was macht der denn da? Ja, der ist natürlich jetzt bei dir gefallen. Wenn du als Mann so siehst, zieh das bitte als die Frau an. Ist ja egal, wo der jetzt hinschaut, das sind Klärungskarten. Von daher, in der Liebe, morgen eine positive Veränderung mit deinem Wunschpartner hin zum großen Glück, Fragezeichen, musst du natürlich wahrnehmen. Die Energien musst du natürlich sagen, okay, ich passe mal besonders gut auf oder ich gehe vielleicht auch mal den ersten Schritt, weil das sieht es mir nach Erfolg aus. Ne? Der Schlüssel, die Erfolgskarte im Deck, immer gern gesehen. Na, wer hat sie nicht oder wer hat ihn nicht gern dabei, den Erfolg, sodass man da auf jeden Fall mal sehen kann, okay, morgen geht in der Liebe mal so einiges. Okay, wir schauen nochmal weiter. Was ist ganz besonders wichtig und richtig für dich momentan in diesem Liebesorakel, in diesem Liebestarot? Wir schauen mal, auf was darfst du denn morgen so ein bisschen schauen und achten? Was ist wichtig für dich? Und einmal wieder mehr, das Schiff, die Lebensreise, die Träume, die Sehnsüchte und die Ziele. Also wenn du jetzt vielleicht gerade dann dein Ziel formulierst, wenn es auch jetzt zum Beispiel nur ein kleines für morgen ist, für den Mittwoch, zu sagen, okay, ich habe das Ziel morgen ein Thema, was mich nervt, wo ich in Komplikationen reinkomme oder wo ich nicht weiterkomme, anzuschauen und zu lösen, na, was wir hier oben haben. Das ist ein guter Plan für morgen, denn das Schiff ist natürlich auch die Lebensreise. Na? Die Lebensreise, wo ich dir sagen kann, da geht es dann richtig vorwärts. So, wir wollen aber auf jeden Fall nochmal weiterschauen. Was kriegen wir denn da noch so? Ja, auch mal etwas Neues anzufangen. Na, das Kind, der Neubeginn, da fängt etwas Neues an. Also morgen am Mittwoch für dich die Energie sehr, sehr gut zu sagen, was möchte ich denn auf meiner Reise des Lebens eigentlich nochmal Neues machen? Wenn ich in Altem feststecke und nicht weiterkomme, dann darf ich das abgeben. Dann hat es bei mir eigentlich auch gar nichts mehr zu suchen. Was soll ich mich denn mit was beschäftigen, wo ich einfach nicht vorwärts komme? Na, von daher sind das schon mal schöne Energien, dass du sagst, Altes darf weg, Neues darf kommen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir da noch für eine Karte für dich kriegen. Warte, ich mische und du schaust mir zu. So. Perfekt, besser geht's nicht. Besser geht's nicht, der Stern. Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, Erkenntnisse. Also du darfst wirklich diesen Mittwochmorgen nehmen und so ein bisschen Flohmarkt, Großputz, Ausmisten in deiner Energie machen.
Was hängt und klemmt an dir dran? Was nervt dich immer wieder? Was kommt immer wieder zurück? Wo denkst du, ey, das Thema geht mir jetzt echt so richtig auf die Nerven mittlerweile. Darf meine Lebensreise jetzt mal weitergehen mit was Neuem hin zu meiner Wunscherfüllung? Denn ich habe mich jetzt lang genug vielleicht mit Dingen abgegeben. Der Wunschpartner ist es, glaube ich, morgen nicht, wenn ich mir das so anschaue. Glaube eher, das sind Themen, die du sonst auch so ein bisschen mit dir herumträgst. Privat, Arbeit, Gesundheit oder Themen, die immer wieder auf dich einprasseln, wo du sagst, Gott, lass mich doch bitte einfach in Ruhe da mal reinschauen. Wichtiges Thema. So, und jetzt wollen wir aber noch wissen, was sagt denn da überhaupt die geistige Welt dazu? Na, das ist ja auch immer ganz wichtig. Okay, da geht es morgen auch darum, zu schauen, wo im Leben stehst du gerade und hast das Gefühl, du kommst da nicht weiter? Das kann ein großes Ziel sein, das kann vielleicht ein neuer Job sein, das kann eine neue Wohnung sein, das kann auch ein kleines Thema sein, was du gerade mit, ja, vielleicht einem Menschen hast, wo du sagst, okay, das Thema kommt immer wieder zurück, das geht mir richtig auf die Nerven, ich komme da einfach nicht vorwärts. Da darfst du morgen drauf schauen und vielleicht auch dann die Heckenschere mitnehmen und dir einfach einen Weg nach vorne durchbahnen. So, das habe ich hier alles durcheinander gemacht. Gute Arbeit. Geht natürlich auch hier zu schauen, wo kommst du nicht weiter? Was bereitet dir Gedankenkarussell? Ja, das wirst du selbst merken und fühlen und spüren, wenn ich dich das jetzt frage. Was in deinem Leben aktuell ist da, wo sich dauernd dein Kopf drüber dreht, wo du dauernd dir Gedanken drüber machst und sagst, okay, dauernd wird mein Kopf abgeholt zu diesem Thema. Ja, wie kann ich das am besten loswerden? Und auch hier haben wir nochmal das Schiff. Ja, und das ist ja die Lebensreise. Und du siehst, das Schiff fährt ja davon weg. Also sagt die geistige Welt schon auch morgen, schau, dass es für dich rund läuft. Schau, was macht dir Kopfkino, Gedankenkreisen? Wo kommst du nicht vorwärts? Setz dich auf dein Schiff, setz die Segel weg davon, weil du möchtest es ja leicht haben im Leben. Du möchtest fröhlich sein, du möchtest deinen Spaß haben, du möchtest nicht im Kopf down irgendwo im Nirgendwo sein. Und von daher ist das eine tolle Tagesenergie. Gerade in der Liebe bin ich ja mal gespannt. Großes Glück und positive Veränderung. Ja. Okay, wir schauen mal, was wir da noch haben. Niemand tanzt wie du, keiner lacht wie du und kein anderer fühlt wie du, wie auch. Du bist einzigartig. Ja, und das sollten wir uns alle vielleicht auch mal wieder öfters zu Gemüte führen. Jeder von uns ist ein wundervolles, einzigartiges Geschöpf. Also versuch nicht zu sein wie irgendjemand anders, versuche nicht zu sein wie alle, sei keine Kopie von jemandem, sei ein Original, sei du, wie du bist, leb das aus, zeig das im Draußen, zeig deinen Charakter, zeig dein Wesen, geh deinen Weg, verstell dich nicht, um Gottes Willen, das ist natürlich das Allerwichtigste, sei wie du bist, geh deinen Weg, gib Dinge ab, die dich nerven und somit kann der Mittwoch kommen. Bleibt gesund, seid lieb zueinander. Ja, und genau, wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Ciao.